Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Ja, es wird immer mysteriöser. Wir werden abgehört. Und das Interessante ist ja, dass wir gerade dann abgehört werden, wenn sie so extrem mit uns geflirtet hat an dem Abend. Das ist genau auch das so aufgenommen worden ist, ne? Na gut, wir müssen jetzt hier diesen Störsender finden, glaube ich. Da liegt ein Funkgerät. Suche die Quelle dieser. Da liegt ein Funkgerät. I found a walkie-talkie out here too. Okay. It's going shit house. We'll get it if you haven't already, and then we'll figure out whose it is. Will do. Unsere Fingerabdrücke sind dann aber drauf. I got hit in the head, punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. This just seems like a misunderstanding or something. There are people listening to our conversations. The person or these people were hiding in the bushes down here. What the fuck, Dee? I don't know, Henry. This sounds crazy. Yeah, and you're not the one who just saw our words on a clipboard out in the middle of nowhere. Those words were from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. Look, I could hike over there and look around, but I won't be able to get through the fence. How do you know? I already tried months ago when I was out there hiking. Curiosity got the best of you, huh? Rightfully so, in hindsight. Well, shit. I could spend all day banging on it and see, I guess. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Okay, also brauchen wir eigentlich gar nicht mehr hintergehen. Wenn ich das so richtig verstanden habe, weil wir waren ja da schon, ne, in der letzten Folge. Und da war so gegen den Zaun gegen die Tür gehauen hat, weil er da eben nicht reingekommen ist. Okay, ich glaube ihr nicht. Also ich glaube ja nach wie vor nicht, dass sie da nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise involviert ist. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube ihr irgendwie nicht. So, wir müssen jetzt irgendwelche Leute finden. Ich möchte noch mal kurz reinschauen. Nichts geändert. So, wo sollen wir jetzt hingehen? Da, wo die Feuerschleuse war, die alte Wapi-Station. Genau, klar. Wapi-Melde, Wapi-Station. So. Wo sollen wir jetzt nochmal hingehen?
Zur alten Feuerschleuse, Schleuse. Scout Camp, darunter sollen wir. Ganz darunter, genau. Weil das Feuer war hier, wie gesagt, war hier unten im Abschnitt 7. Und die quasi das Feuer bekämpft haben und da die Feuerschneise geschlagen haben, die sollen uns gegebenenfalls, warum auch immer, helfen können, dass wir dann da reinkommen. Okay, wir müssen den ganzen Weg zurückgehen, das ist ganz schön weit. Oder sollen wir nochmal zu dem Zaun schauen? Das ist natürlich schon ein Weg, ne? Den runterklettern und allem. Ich kann nicht ablassen. Ich kann es nicht hingehen, weil ich Angst habe, dass da jetzt irgend sich was geändert hat. Wir dann hier vielleicht irgendwas übersehen. So weit ist es ja nicht. Here. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Überwinde den Zaun habe ich jetzt vor einmal. And the gate is locked up, obviously. Obviously. I'll see if I can break in somehow. All right. Be careful. Look, I'm not going to be able to get into this place. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. So, ja, das hat sie ja vorher schon gesagt. Aber passt schon. Dann haben wir hier zumindest auch das hier mal gehört, dass sie ja nochmal geguckt hat und sie jetzt auch nochmal angefunkt hat. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal auf den Weg zu denen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier wirklich andere Leute noch sehen. Also richtig sehen. Bisher, die wir gesehen haben, waren ja nur der Typ mit der Taschenlampe, die wir nicht wirklich gesehen haben, nur schemenhaft. Und die zwei Mädels, die zwei mit Sicherheit toten Mädels, haben wir ja auch nur so schemenhaft gesehen. Die haben wir ja auch nicht richtig gesehen. Ist das eine clevere Geschichte, hier so zu gehen? Da müssten wir durch die Höhle durch hier, ne? Wenn wir hier den Weg gehen. Das ist eine beunruhigende Musik. Has anything strange been happening on your end? No, nothing really. Nothing really or nothing? Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. That doesn't sound like nothing. It's nothing, I promise. All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was
You know, I don't know. What? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry. It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not, okay? Let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Ja, das sollte doch kein Problem sein, so eine Funkfrequenz abzuhören, wenn ich weiß, wie. Ne, mit dem entsprechenden Equipment wüsste ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt nicht, wo da das große Problem sein sollte. Ist auch noch zu, oder? He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. You don't think he could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Junge ist da bei den Seilen, die wir gesehen haben, da oben. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass der an. Ich glaube, der andere Weg wäre doch schneller gewesen. Der wäre auf jeden Fall schneller gewesen. Das ist nämlich hier eine ganz schöne Mega-Kletterei. So, das ist unser Turm. Das Schild liegt noch da. Schön. Wollen wir mal kurz hochschauen, wenn wir schon da sind? Komm, lass uns kurz hochschauen, bevor wir da runtergehen.
Zwei, tatsächlich zwei. Eigentlich müssen es schon drei sein. Wir haben drei gefunden. Na gut. Aber es sind tatsächlich zwei drin. Was liegt hier? Ehe. Wieso haben wir unseren Ehering abgelegt? Die Unterhose? Okay, wir waren hier schon länger nicht mehr. Ist mehr Vorräte als sonst. Warum das hier immer so... Da tut das wieder hin und nachher liegt es dann wieder irgendwie... Okay, da ist sonst nichts, ne? Stimmt, jetzt hat auch den Ring wieder am Finger, was er vorher nicht hatte. Warum hat er seinen Ehering abgelegt? Wird er auch untreu? Ja, ja, ja. So, wir müssen runter, ne? Schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt, ob wir jetzt wirklich andere Leute treffen. Ich glaube es ja fast nicht. Wie kommen wir denn überhaupt hin? Das haben wir doch schon letztes Mal versucht und sind wir nicht hingekommen. Weil wir da nicht durchkommen. Weil da drüben kam ja... Ah, da hat es gebrannt und das Feuer hat jetzt den Weg frei gemacht. Und da sind wir letztens nicht durchgekommen, ne? Appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. Hmm. Genau, und da kam ja letztens ja nicht durch. So, das ist hier rechts drüben. So, wir müssen nach links. Und wir gehen natürlich nicht nach links, wir gehen natürlich nach rechts. Ist ja klar. Schauen uns da jetzt erstmal um.
Ein schöner alter Baum. Ich habe immer noch so die Panik, dass wir hier irgendwo die Mädels auf einmal finden, die Toten. Da ist auch was. Das. Wieso ist da ein Ski? Kleiner Blick mal. Ich muss mal kurz husten. So, Hustattacke vorbei. Warum ist hier ein Ski? Das meldet da nicht mal. Normalerweise meldet er doch gleich alles. Was macht denn hier ein einzelner Ski an einem Baum? Kann er da rüber gehen? Okay, das geht. Immer so weit kommen wir sowieso nicht mehr hier. Hat's aber auch gebrannt hier, ne? So wie es ausschaut. Da kommen wir doch noch weiter. Guck mal, da kommen wir hier durch. Ach, guck mal, wo wir jetzt sind. Da kommen wir zu dem Steinkreis durch. Hier kamen wir letztens ja auch nicht weiter, weil da auch diese Dornenbüsche waren. Und durch das Feuer ist jetzt hier auch in die Richtung eine Verbindung entstanden. Okay. Okay, verstehe. Okay, verstehe. Aber hier gibt es wohl nichts mehr, bis auf diesen komischen Baum und den Ski. Dann würde ich mal sagen, wenn wir mal dahinter gehen. Dass er das nicht meldet, ne? Jeden kleinen Kack meldet er. Aber dass er jetzt hier einen Ski findet. Meldet er jetzt nicht. Na gut, er wird wissen, warum. Er wird wissen, warum. Lalalala. Wieder hochgehen. Da ist kein Mensch, ne?
Ein Schneemobil, ein Ski und jetzt hier ein Schneemobil. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. I mean, that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, folks kept stealing it. Because it's called Pork Pond? It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. Da ist das. Ach, das ist noch eins. Das sind zwei Stück. Kann ich da reingehen einfach so? Okay. Hat der noch einen Motor? Nee, da ist der Motor auch weg. Also zwei Schneemobile. Bei beiden fehlt der Motor. Ein einzelner Ski. Ah, und hier war wohl das Schild, das immer gestohlen wird hier, ne? Ja. So, is the scout camp anywhere near Pork Pond? Yeah, it is. Just keep heading east. You'll cross a small ravine and you shouldn't be able to miss it. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Muss hier aber mehr Wasser sein, ne? Im Winter, wenn da alles andere Schneemobil ist. Eine kleine Schlucht. Warte mal, hat das jetzt hier gerade eingezeichnet? Pork Pound, genau. So, darüber. Okay. Camp. Da ist das Camp, oder kommen wir gar nicht rüber, da ist die Brücke kaputt. Da hinten ist ein Marterpfahl. Da werden wir gar nicht rüberkommen. Das ist die kleine Schlucht hier, oder? Da ist hier unten, ne? Was hat er denn das gemeldet? Ah, hier. Camp Arapaho. You're there? Yeah, I am. Since the 50s. I was never really into the idea of the scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Thank you.
Okidoki, ne? Habe ich doch gesagt, da komme ich weiter. Das hat schon so ausgesehen, wie wir da hinten waren, dass wir da entlang gehen können. Also hier auf dem Hügel. Genau, jetzt könnten wir hier entlang. Könnten wir einen Baum fällen da drüben? Hier. Wenn wir eine Axt hätten. Ich hoffe, wir haben das nicht übersehen. Uns hier irgendwo eine Axt zu besorgen. Ja, da kommen wir nirgendwo rüber. Nee. Wir kommen da nicht rüber. Kratzt man sich mal kurz an der Nase und schon läuft man gegen einen Baum. Ja, da kommen wir nicht rüber. Da ist ein Baum, den wir fällen können, wenn wir eine Axt hätten. Und wenn wir auf der anderen Seite wären. Hups, dachte ich, er ist rübergesprungen. Da kann er doch vielleicht drüber springen, oder? Da ist nochmal so ein Baum mit so einer Rille drin. Hier, guck. So, wie sollen wir denn da jetzt rüberkommen, bitteschön? Da würde er tatsächlich runterspringen, Leute. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, dann tun wir das. Aber eins ist gewiss, ne? Wir haben keine Axt. Und ich wüsste nicht, wie wir hier wieder zurückkommen, wenn wir nicht im Baum fällen können. Ich hoffe, wir finden irgendwo eine Axt. Okay, aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es hier weitergeht. Brennt es da noch? Schaut so aus, ne? Qualmt ganz schön. Okay, also bis zum nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und es bleibt mysteriös. Bis dahin, tschüss!